ist ja, es ist immer bei allen Nahrungsmitteln so, dass es am besten ist, wenn wir sie unerhitzt zu uns nehmen. Weil dann alle Nährstoffe drin sind, die wir so brauchen. Allein schon bei der Erhitzung gehen die Enzyme kaputt. Ihr wisst es alle, wenn wir selbst oder unsere Kinder Fieber haben, dann haben wir Angst, dass das Fieber über 40 Grad steigt. Warum? Weil dann das Eiweiß denaturiert und die Enzyme alle kaputt gehen. Und genau das funktioniert nicht nur in unserem Körper so, sondern mit jedem Nahrungsmittel, was wir haben. Hitzeunbeständige Vitamine sind natürlich auch futsch. Ja? Also das heißt, es ist eine ganze Reihe von Dingen, die einfach durch die Erhitzung kaputt gehen. So. Das heißt nicht, dass du nie wieder was Erhitztes essen darfst. Ja? Aber du kannst es anpassen, du kannst es etwas reduzieren. Das ist wieder das, wenn es dir leicht fällt, alles Erhitzte wegzulassen, dann tu es doch. Wenn es dir schwer fällt, dann reduziere es erst einmal. Und sag, okay, gut, ich guck mal, was ich auf dem Teller habe. Ich habe jetzt ein bisschen was an Gemüse, das kommt aus dem Ofen oder aus der Pfanne. Und dann mache ich aber eine riesen Portion Salat daneben. Und ich starte mal mein Essen mit dem Salat. Dann wacht meine ganze Verdauungskraft auf. Ja, und der Körper kriegt die Enzyme, die er braucht für die Ernährung. Tatsächlich ist es eigentlich so, dass wenn wir gekochte oder gebackene Nahrung zu uns nehmen, Nahrung, die über 42 Grad erhitzt wird, dass wir dazu Enzyme einnehmen müssen. Ja, es gibt Verdauungsenzyme, die man dazu einnehmen kann, wenn man gekochte oder gebackene Nahrung zu sich nimmt. Das ersetzt das, weil, das ist sehr, sehr, sehr interessant, denn in dem Moment, wo wir erhitzte Nahrung zu uns nehmen, braucht der Körper ja trotzdem diese Enzyme. Und wenn er sie in der Nahrung selbst nicht findet, nimmt er sie sich aus deinem Körper. Wir haben viele Enzyme. Enzyme sind sozusagen in unserem Körper wie so kleine Energiebringer für ganz viele verschiedene Prozesse. Und wenn es hier nicht vorhanden ist, dann nimmt er sich das von da, damit er das irgendwie verdauen bekommt.